Ich kann nicht pennen wegen dem Schichtsystem, mein Schlafrhythmus ist im Arsch. Ich habe mich dazu entschlossen, einfach einen verfickten Telefonstreich zu machen. Das ist wirklich ein sehr feines Trampolin. Oh. Ich habe euch wirklich lieb. Hallo? Schönen guten Abend. Ich melde mich wegen Ihrer EP-Kleinanzeige. Dem Trampolin. Ja. Den Trampolin. Ja. Ja, kleinen Moment. So. Jetzt höre ich Sie besser. Ja, Trampolin ist noch da, wir haben es heute erst gesetzt. Ja. Hat circa 3 Meter Durchmesser. Ja, wir haben es jetzt 2 Jahre genutzt, also die Kinder. Wir müssen es jetzt verkaufen, weil wir umziehen, aber wir keinen Platz mehr haben. Okay. Ich möchte erst gern umfunktionieren. Wie meinen Sie das? Ich möchte es, also es wird ja bestimmt waagerecht gebraucht, so dass es steht. Ja, ja, also das kann man ja klein machen, das kann man ja abmontieren. Abmontieren? Ja, ich würde es gern an die Wand heften und dann würde ich gern gegen das Trampolin boxen, um mich dann selbst mit dem Rückfederungseffekt zu schlagen. Also okay. dass ich mir quasi selber die Prügel rausschmeißen kann. Ja, okay, was Sie damit machen, das weiß ich jetzt nicht. Ja, jetzt wissen Sie es ja. Haben Sie Interesse oder nicht? Ja, selbstverständlich habe ich Interesse. Ja. Gut, also es hat sich noch jemand gemeldet? Ja. Ich denke aber, mein Zweck ist relevanter. Bitte? Ich denke mal, mein Verwendungszweck ist relevanter, weil mein Gesicht ist noch nicht verbeult genug. Okay, warum wollen Sie sich damit selber schlagen? Das habe ich nicht verstanden. Ich bin ein sehr selbsthassender und sozialphobischer Mensch. Ah, okay. Shoutout an Leon Vineyard, ja? Also wie gesagt, es ist noch jemand, der Interesse hat, muss ich jetzt mal gucken. Ja. Aber das hat mir mein Mann jetzt, mein Mann hat jetzt eben mit ihm gesprochen. Okay. Ich würde mich einfach nochmal melden, wenn die jetzt nicht kommen soll. Ja, das klingt immer relativ vernünftig. Wie bitte? Ja, dann würde ich... Moment, ach du. Die Heimat lang. Ja, jetzt ist mir hier alles runtergeflogen. Nochmal bitte. Haben Sie denn eine Nummer, wo ich Sie erreichen kann, falls der Trampolin noch da ist? Eine Nummer? Könnten Sie sich jetzt entscheiden? Ja gut, mein Mann hat dem anderen einen Termin gegeben. Ja. Wenn er jetzt nicht kommt, bis nächste Woche, das ist reserviert, dann könnten wir Sie anrufen oder Sie rufen nächste Woche nochmal an und fragen nochmal nach. Na, wenn ich das Trampolin nicht bekomme, dann werde ich Selbstmord begehen. Warum? Ah ja gut, dann kaufen Sie sich einen anderen. Naja, ich habe jetzt schon überall durchtelefoniert, die weisen alle mein Anliegen ab. Ich verliere die Geduld und meine Nerven. Ich muss schlafen, das Dreischichtsystem, das fickt mein Hirn. Verstehen Sie das? Ja, ich kann nicht pennen. Also tut mir leid. Ich habe jetzt, es ist schon reserviert, wie gesagt, wenn bis nächste Woche nicht angeholt wird, dann können Sie gerne nochmal anrufen. Haben Sie schon mal im Schichtsystem gearbeitet? Nee. Ja. Ich muss jetzt auch leider auflegen, weil ich bin morgen im Frühdienst. Ja, Sie sind im Frühdienst. Ich muss auch um 4 aufstehen. Ich kann aber nicht schlafen. Ich komme von der Nachtschicht. Ja, aber wie das ist nicht mein Problem, wissen Sie? Wie soll ich denn jetzt schlafen? Oh nein. Nein, sie legt auf. Nein, sie legt auf. Ach, was mache ich denn jetzt? Das kann ich doch nie als Video. Ich mach's einfach.